Und willkommen zurück bei Minecraft. Wir bauen hier gerade Tore. Oh, ich habe gerade irgendwas fallen gelassen. Mein Slab. Mein Slab. Nein. Der nicht. Ich habe gar keinen. Haha. So. Egal. Lassen wir dieses super spannende Thema und überlegen uns, wie wir das hier gemacht haben. Habe ich mir schon wieder fast aus dem Auge verloren. Also 1, 2, 3 hoch und dann sowas hier dran setzen. Okay. 1, 2, 3 hoch und dann sowas hier dran setzen. Das ist auch Neverwinter und zwar der Stadtmarkt, genau. Ach ja. Neverwinter kommt auch noch nach Sekret. Wenn Sekret überhaupt mal irgendein Ende findet. Aber ich muss mal gerade sagen, dass meine jetzige Aufnahmetechniksituation relativ gut funktioniert. Also ich habe ja mal so ein bisschen zeitlang drüber nachgedacht, mir mal vielleicht ein besseres Videostudio zu holen. Da hatte ich dieses Magix Video Deluxe, leck mich doch im Auge, also nicht direkt im Auge, sondern eher mehr so quasi einen Blick drauf geworfen. Und da dachte ich mir, naja, ist ja eigentlich ganz cool, kannst es ja machen. Wenn man davon absieht, dass es relativ preisintensiv ist, aber egal. 1, 2, 3 und dann das vierte, ne? Und dann, also warte mal, 1, 2, 3, hä? Ja, aber dann dachte ich mir, naja, so wirklich brauchen tust du es nicht so wirklich. Ich meine, ich fände es ganz witzig, mal solche Queenscreen-Aufnahmen zu machen, was ja dann mit dem zum Beispiel gehen würde. Aber zurzeit mangelt es mir echt an Queenscreen und überhaupt an der Kamera, deswegen fällt das erstmal aus. Aber ich hatte ja auch die Hoffnung, dass ich das dann im Endeffekt nicht mehr konvertieren muss. Weil bis jetzt muss ich ja noch den ganzen Scheiß konvertieren, den ich hier mache. Das heißt, ich muss das erst durch einen Videokonverter laden, weil das Wrapsen so einen ganz, ganz komischen Videocodec abspeichert, den mein Bearbeitungsprogramm, namentlich Narrowvision, nicht lesen kann. Da haut er immer nur die Audiospur raus, aber nicht die Videospur, das ist ein bisschen dämlich. Also wenn ihr versteht, was ich meine, was er vermutlich nicht tut, weil ich verwirrtes Zeug rede. Ja, also da dachte ich eigentlich, dass ich mir das ersparen könnte und dadurch halt ein bisschen die Qualität steigern könnte. Weil ich habe so das Gefühl, dass durch das Konvertieren das Video so ein bisschen matschig wird. Das habe ich zumindest so im... Naja, Gefühl halt. Achso, und dann... Nee, was? Das haut doch nicht hin. Mann, ich hasse es, irgendwelche Dinge zu kopieren, weil ich das nie hinkriege. So, so und dann oben auf den Dingern einfach lang, ne? Da kommen gar keine Treppen hin. Ich bin so verwirrt, ich bin so verwirrt. Der Gestalt, ne? Das ist doch auch wieder anders. Arrr! Mann, warum bin ich nur so dämlich? Was denn jetzt hier? Da ist ein Block in der Mitte, an dem Block in der Mitte sitzt eine Treppe dran und rechts und links auch Treppen. Naja, also, hatte ich doch. So, genau. Ach, Mann. Das kann doch was werden mit mir. So, Block in der Mitte. So, und dann oben drauf, bis ich auf einer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7er Höhe bin und da oben drauf dann den Wehrgang. Okay. Ja, weil irgendwie ist das auch so eine lustige Geschichte, dass jedes Spiel, was ich hier aufnehme, so seine eigene technische... Naja, Spezifikation mit sich bringt. Das heißt, man muss da wirklich bei jedem Spiel gucken, was es denn gerne aufgenommen haben möchte. Ich meine, mittlerweile funktioniert es ganz gut, dass ich jetzt einfach Aufnahmen drücke, das durch den Konverter haue und dann ist alles gut und schön. Auch manche Spiele haben sich da ein bisschen happig. Weil bei Minecraft... Minecraft ist eigentlich relativ genügsam, weil das kann man ohne Probleme runterlegen, also auf die Taskleiste legen. Da macht das keine Probleme. Aber zum Beispiel nehme ich Project Nomads nur mit einem Bildschirm auf. Ich habe eigentlich hier zwei Bildschirme dran. Um halt immer zu sehen, was ich da für Musik habe und wie weit die Aufnahme schon fortgeschritten ist und so weiter. Geht halt bei Project Nomads nicht, weil irgendwie klickt man bei dem Spiel immer aus dem Spiel raus, wenn man die Mauszeiger bewegt. Hier zum Beispiel kann ich die Mauszeiger ewig bewegen und der geht nicht aus dem Bildschirm raus. Ist bei Project Nomads anders. Da rabbelt er mir dann auf den nächsten Bildschirm und wenn ich da klicke, legt sich das Spiel runter. Und das Spiel lässt sich zwar runterlegen, aber es lässt sich nicht mehr hochnehmen, das heißt, das stürzt dann ab. Und das ist etwas ungünstig. Deswegen, ja, nehme ich das halt anders auf als die anderen. Halt nur mit einem Bildschirm.
Also das heißt, ich starte dann Order City quasi schon zuvor. Also ich starte Order City. Natürlich Fraps habe ich auch schon gestartet. Dann starte ich das Spiel. Und dann, wenn ich im Spiel bin, starte ich auch die Aufnahme. Also so viel dazu. Weil ich kann ja das Spiel während des Spiels nicht mehr runterlegen. Wie gesagt, bei Minecraft funktioniert das ganz gut. Bei Diablo hat es, glaube ich, auch funktioniert, wo es mir gerade reintrötet. Da konnte man das auch ganz gut runterlegen und auf einen anderen Bildschirm gehen. Tja, aber jedes Spiel hat wirklich so seine eigenen Macken, die man beim Aufnehmen beachten muss. Ja, und ich baue die Mauer bis runter, weil ich will Qualität haben. So. Und ich würde ja eigentlich auch gerne, ich glaube zwar kaum, dass sich irgendjemand das angucken wird, aber ich fände es ganz cool, wenn ich das mal wirklich auf 180p machen würde. Aber sagen wir so, eigentlich reicht ja 720p. Und das Problem ist auch noch, es würde ewig dauern, das zu konvertieren. Also man kann sich eigentlich darauf verlassen, dass wenn das, oh, nein, das sollte nicht regnen. Dass wenn das ungefähr 3 Stunden lang geht, das Video, also wir, na gut, wir gehen mal von 2 Stunden aus. Ich habe jetzt hier 2 Stunden aufgenommen und ich komme hier den Hügel nicht hoch. Dann brauche ich ungefähr auch, ich würde mal sagen, über 2 Stunden, um den ganzen Mist erstmal zu exportieren. Also, ach nee, zu exportieren, so weit bin ich noch gar nicht. Zu konvertieren. Bin ich hier auf Niveau? Nee, noch eins runter, genau. Also zu konvertieren. Dann muss ich den ganzen Kram natürlich bearbeiten, das heißt, schneiden. Die Audiospur dazu machen, Thumbnails raussuchen, das Ganze exportieren lassen, nachdem ich es geschnitten habe, dann die Thumbnails bearbeiten und so weiter und so fort. Das heißt, es dauert alles eine Weile. Wenn ich das jetzt in 180p machen würde, würde es einfach noch länger dauern. Ja, aber das ist erstmal so das, was ich hier so machen muss auf dem Rechner. Und das Hochladen, ich weiß nicht, wie lange das dann dauern würde. Ich meine, bei 3 Folgen, die ich jetzt hier versuche pro Tag hochzuladen, dauert das eigentlich schon ungefähr so 5 bis 6 Stunden, bis der mal das Video hochgeladen hat, und das ist eigentlich schon ziemlich abgefahren. Dabei ist meine Verbindung gar nicht so schlecht. Ich habe zwar das Gefühl, dass er nicht alle Ressourcen nutzt, die ihm zur Verfügung stehen, weil ich kann eigentlich, wenn ich hochlade, noch auf YouTube Videos in 720p gucken, aus irgendwelchen Gründen. Wenn ich YouTube dazu überreden kann. Aber an sich funktioniert das. Also ich weiß auch nicht, ob man irgendwo eine Netzwerkeinstellung oder irgendwie irgendwas einstellen kann, damit er wirklich alle vorhandenen Netzwerkressourcen nutzt. Aber puh, auf jeden Fall dauert es lange. Deswegen kam ja auch die erste Project Nomads Folge so spät abends. Weil, sagen wir so, ich starte den Upload, dann lege ich quasi mir so einen Timer hin, da gibt es einfach 1000 Timer zum Runterladen, womit du deinen Rechner runterfahren kannst, sofern er dann halt das entsprechende Betriebssystem hat. Und dann kannst du eigentlich, ich kann hier gleich mal die Mitte freilassen. Und dann kannst du eigentlich quasi irgendwo hingehen, zum Beispiel auf Arbeit, ne, weil du es ja so gerne tust, und dann kannst du das hochladen lassen. Da hatte ich den Timer wirklich bei der ersten, beim ersten Hochladen, also es war am Sonntag, glaube ich. Oder war es Samstag? Ich glaube, es war Samstag. Da habe ich den auf 6 Stunden gestellt. Also ich habe den Upload gestartet, auf 6 Stunden gestellt, den Timer. Und als ich wiedergekommen bin, war das Video nicht hochgeladen, weil der vermutlich vorher runtergefahren ist. Wobei vorher nach 6 Stunden auch schon ein bisschen eine lustige Sache ist. Also das würde, denke ich mal, bei 180p ewig dauern. Keine Ahnung, da müsste ich irgendwo ein Rechenzentrum rumwechseln, damit ich hier das vernünftig hochladen könnte, also in der vernünftigen Zeit. Aber ich denke mal, 720p sind eigentlich akzeptabel. Damit kann man leben und, ja, ich schätze mal, die meisten Leute, wobei ich jetzt natürlich keine Statistiken habe, um das zu beweisen, aber ich denke mal, die meisten Leute haben auch nicht so gute Internetverbindung, dass sie sich das wirklich auf 180p alles angucken können. Und so riesengroß ist der Unterschied nun wirklich nicht mehr. Ob das nur 180 oder 720 sind, meine Güte. Ich denke mal 720 und die Aufnahmetechnik, wie ich sie habe, ist für den Zeitpunkt noch ganz ausreichend. Da muss ich erstmal nichts dran schrauben. So. Obwohl ich vielleicht mal hier neue Musik reinmachen müsste. Ich könnte noch ein bisschen Bestien-Musik reinmachen. Ja, mal gucken, wenn ich dazu komme.
Irgend sowas könnte ich ruhig noch machen. So, hoppala. Ja, ja. Ist schon so ein Kreuz mit der Technik. Aber wie gesagt, funktioniert eigentlich relativ gut. Tja, aber Project Nomads, dass er so viele Aufrufe bekommen hat, verwundert mich immer noch ein bisschen. Ich denke mal, ich werde das jetzt so machen in der Zukunft, dass ich dann wirklich Sacred halt weitermache als der zweite Dauer-Let's Play quasi. Also, wir sind jetzt gerade in Sacred, wenn ich das mal kurz hier auch in diesem Sacred Frampton Spiel erwähnen darf, sind wir gerade... wo waren wir gerade? Achso, wir sind gerade auf der Suche nach dem Feuerelement. Also wir haben das, hier Element der Lüfte haben wir schon. Dann brauchen wir noch das Feuerelement. Dann brauchen wir noch das Erdelement. Dann noch das Wasserelement. Also es dauert eine ganze Weile. Und dann noch das Element der Leere. Dann können wir... Also ich spoilere jetzt hier in Minecraft übrigens. Ich hoffe, ihr guckt das jetzt nicht, wenn ihr auch Sacred gucken wollt und euch von der Story überraschen lassen wollt. Wir haben hier übrigens gerade Sacred als Musik laufen. Wo war ich jetzt? Ach so. Ja, dann, wie gesagt, können wir dem Endboss gegenübertreten. Und dann hätten wir eigentlich das reguläre Sacred abgeschlossen. Aber dann habe ich mich aus irgendwelchen aberwitzigen Gründen dazu entschlossen, auch noch das Addon zu machen. Und das Addon geht auch nochmal eine ganze Weile. Das ist, weiß nicht, mindestens 2/3 der Länge des Hauptspiels, würde ich mal sagen. Das dauert noch ewig, das dauert noch so ewig. Ich weiß nicht, das werden bestimmt über 200 Folgen, die ich da mit zubringen werde. Also ich hoffe mal, das passt in eine Playlist. Wenn nicht, muss ich das ein bisschen trennen. Ja. Also Sacred ist schon so ein Riesending. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das angefangen habe. Ja, und ich glaube, Project Nomads wird auf jeden Fall nicht so lange gehen. Da kommen wir ja eigentlich ganz gut voran mit der Story. Das heißt, da werde ich nach Project Nomads immer die neuen Dinger starten, welche auch immer das sein werden in dem Moment. Und dann werden wir mal sehen. Ich bin ja so froh, dass es ganz danach aussieht, dass GTA 5 dann doch für PC rauskommt. Ich meine, GTA 4 war ja auch für PC, ne? Also eigentlich finde ich das ja fast frevelhaft, irgendein GTA-Teil nur für eine Plattform rauszubringen. Also, ja, ich gebe ja zu, dass Xbox und PlayStation zwei verschiedene Konsolen sind, aber es ist trotzdem eine Konsolenplattform und keine PC-Plattform. Mann. Ich meine, ich hadere ja sowieso die ganze Zeit mit mir, ob ich mir vielleicht dann doch mal irgendwie den Luxus einer PS3 gönne. Schon allein wegen Heavy Rain und sowas. Und Beyond Two Souls, das ist bestimmt auch cool. Dass man einfach mal solche Spiele zocken kann, die man eigentlich nicht zocken kann, aber boah. Vom H fände ich das cool, wenn man schon eine PS3 hat, also eine Spielkonsole, wo man auch problemlos mehrere Controller anschließen kann, das dann zu zweit zu machen, aber dazu fehlt es mir A an der zweiten Person und B auch an der Zeit. Also ein Zeitmanagement quasi. Tja, das heißt, Und ich habe auch außerdem keinen dicken Fernseher, ich müsste das an meinen Computerbildschirm anschließen. Und ich denke mal, das wird in vielen Konsolenkreisen als Frevel angesehen, wenn man da seinen Computerbildschirm als Konsolenbildschirm nimmt. Na egal, so viel dazu. Also ich würde mich wunderbar über diese PC-Portierung freuen und das hier haut sogar hin. Ich bin ja erstaunt. Ich meine, die Ecke hier könnte schöner sein, aber egal. Haben wir die Mauer hier soweit auch erstmal abgeschlossen. Das sieht von innen... ja, wie eine Stadtmauer aus. Da kann ich ja, wie gesagt, noch ein paar Verzierungselemente in Sachen Ranken und Tralala dran bringen. Und außen steht das halt so ein bisschen über. Also, eigentlich müsste die Mauer wirklich höher. Oder ich grab einfach den Hügel hier weg. Oder ich mache das so ein... graues Schaf, hilf mir mal. Lass ich die Mauer jetzt gerade durchgehen, zack, bumm. Oder mache ich da so einen Berg drüber? Also ich denke mal, ich werde einen Berg drüber machen. Also so einen Hügel mit der Mauer. Sodass sie zumindest dann auf dem Berg 3 hoch ist.
Ja, ich denke mal, werde ich so machen müssen. Da wird mir nichts anderes übrig bleiben. So ein bisschen können wir den Berg hier abtragen, aber wir wollen ja die Natürlichkeit bewahren. Deswegen muss ich dann wohl oder übel so einen kleinen Berg drüber machen. Naja, da steht ein wunderbar lila Schaf im gelben Feld. Ach, wie schön. Na gut, wir sehen uns dann das nächste Mal bei Minecraft wieder. Ich sage tschüss.